Waldhof, der mit Abstand bekannteste Stadtteil von Mannheim. Denke ich an Waldhof, denke ich an Fußball. Aber natürlich hat dieser kernige Mannheimer Stadtteil wesentlich mehr zu bieten. Aber am Fußball und am SV Waldhof kommt hier keiner vorbei. Vor allem ich nicht. Mein Herz fing an zu schlagen und es schlug in blau und schwarz. Mehr Tradition geht nicht. Weltmeistertrainer Seppel Herberger, der Vater vom Wunder von Bern, kam auf dem Waldhof zur Welt und spielte für den SV Waldhof. Die Fans halten die Treue, egal ob erste Liga oder runter bis in die vierte, fünfte. Unser Waldhof-Dreh beginnt noch vor Bekanntgabe der Corona-Einschränkungen. Jetzt bin ich schon wieder zu spät. Ich treffe mich mit Marcel Seger. Das ist einer der wenigen Waldhof-Jungs, aber ein richtiger, authentischer Waldhof-Bub. Die Buwe. Marcel Seger, 25 Jahre, Geburtsort Mannheim. Innenverteidiger, Freistoßschütze, zweikampfstark, kopfballstark. Und auch sonst weiß er seine Birne zu nutzen. Mal schauen, wie es um sein Wissen steht, außerhalb vom Fußball. Da trainiert die Erste. Marcel, entschuldige die Verspätung. Hey. Axel Jagdstätter. Servus, hallo. Marcel, wer ist Charlie Graf? Charlie Graf ist berühmter Boxer. Vom Waldhof. Vom Waldhof, ja. Der Ali vom Waldhof. Ja, der war auch früher im HFC Fitnessstudio, wo ich öfters trainieren war mit meinem Kumpel, war der auch dort. Also ist eine lebende Legende. Und wer ist Carla Spargerer? Carla Spargerer ist die Frau von Walter Spargerer und Familie war NS-Widerstandskämpfer. Und gibt es ja auch eine Tribüne, die da benannt wurde. Überragend. Ja, der hat schon drauf, oder? Also, ich habe gedacht, ich lege ihn aufs Eis. Nein, ein bisschen Background muss man haben. Wahnsinn, das ist hier Historie. Kennst du den noch? Ja, natürlich. Schlappi mit seinem Hut. Seinem Hut. Wow, ein volles Stadion, Bundesliga. Und die unglaublichen Waldhof-Fans, oder? Ja, absolut. Also die zaubern immer eine Mega-Choreo raus. Ja, das ist einfach unfassbar, was für grandiose Fans wir haben. Also, holen die aus dir noch die letzten Prozent raus? Ja, sowieso. Also für mich war es eh immer Kindheitstrauma, im Karl-Benz-Stadion zu spielen, vor den Fans. Aber jeder einzelne Spieler bei uns, der ist einfach mega happy, dass wir vor so Zuschauern spielen dürfen. So, und jetzt kommen wir in unser Wohnzimmer, unser Heiligtum, Kabine. Super. Von euch Profis, erste Mannschaft. Genau, ja. Da guck hier, da die Frauen trainieren mit, gell? Super. Ja, natürlich. Waren mal mehr. Weiß gar nicht, ob der ein oder andere die mit nach Hause genommen hat. Ach so. Homeoffice, oder? Ja, hing mal mehr von den Girls. Bodenständig, ja, ja, spartanisch eingerichtet. Fast spartanisch, aber trotzdem, der Zeugwart legt für jeden von euch genau. Die Trainingsklamotten raus. Wir bekommen dann die Trainingsklamotten rausgelegt, die wir heute brauchen. Heute trainieren wir um 14 Uhr. Und dann haben wir alles da, was wir brauchen. Und alles andere oder alles Weitere ist dann in meinen Augen dann auch irgendwo Luxus. Das passt nicht zum Arbeiter- und Malocherverein. Im Jahr 2000 startet Marcel seine Karriere beim SV Waldhof. Auf diesem Trainingsgelände. Damals war es noch ein Hartplatz. In der F-Jugend schießt er sogar 100 Tore. Marcel rechts im Bild mit seinem Zwillingsbruder Nico. Das Kicken brachte ihnen einst im Garten der Opa bei. Hans Heim, links, Waldhofspieler. In den 50er Jahren spielt er sehr erfolgreich in der Oberliga. Damals die höchste Spielklasse. Für uns als kleine Jungs waren wir da mega stolz drauf und haben wir dann natürlich versucht nachzueifern. Ne? Ist eine mega schöne Sache, wenn man das irgendwie so ein bisschen fortführen kann, so was die Familie, die Familientradition. Und ja, macht mich auch ein bisschen stolz.
Und der Opa wäre vor allem stolz auf dich, wenn er es sehen würde. Hm? Ja, es ist mega schade. In jungen, also als wir noch sehr, sehr kleine Jungs waren, mit 4, 5 Jahren, er ist dann leider verstorben. Aber ich denke, er hätte mega viel Spaß gehabt, den Weg mit Nico und mir dann so zu bestreiten und uns dann halt auch immer Hilfestellungen zu geben. Der guckt von oben zu, vom Waldhofhimmel. Wahrscheinlich, ja. Als Aufsteiger steht die Mannschaft in der dritten Liga derzeit überraschend wieder auf einem Aufstiegsplatz. Auf dem Waldhof träumen die Fans vom Durchmarsch, wenn die Corona-Zwangspause endlich überstanden ist. Marcel träumt mit. Marcel, Glück, Gesundheit, Aufstieg, Stammplatz. Habe ich was vergessen? Nee, das wär sehr gut. Wünschenswert auf jeden Fall. Du hast es verdient. Ciao. Axel, schön, dass ihr da wart. Gell? Ja, wir bleiben noch eine Weile auf dem Waldhof. Alles Gute, hau rein. Dankeschön, ciao. Taunusplatz, Waldhof. Speck weg. Also ich glaube, mit Abnehmen und Frühjahrsfitness wird es nichts zu tun haben. Ein paar Ecken weiter, frohe Arbeit, starke Hoffnung. Was sind das für kuriose Straßennamen? Noch nie gehört. Guck, und das ist jetzt der zähe Wille. Also wenn das zu einer Ortschaft passt, dann zum Waldhof. Ja, guck da. Kleiner Anfang. Was heißt das? Komischer Name. Ja, Straßenname schützt. Gibt es auch einen großen Anfang? Bestimmt. Oder ein bitteres Ende? Hoffentlich nicht. Mit Sicherheit. Die Waldhof. Darf ich reinkommen? Ja, selbstverständlich. Innen drücken. So. Sie wohnen im kleinen Anfang. Ja, ist das nicht interessant? Ja, super Name. Ja, wie kommst ja. dazu? Alle Leute lachen, wenn ich sage, kleiner Anfang. Ja, macht ihr einen Film über... Ja, über Waldhof. Ja, über genau. den Waldhof, genau. ja. Und über See, wie heißen Sie? Siebert. Guck, das ist Frau Siebert, gell? Jetzt haben wir die Werner? Werner, komm mal her, der Herr Gackstädter. Ach Gott, wie schön, dass ich Sie mal in Natura sehe. Hallo Werner. Axel Gatschle. Weil damals war das alles Brachgelände und da wurde dann aus Nothilfgründen wurde hier diese Siedlung gegründet. Jedes Haus, das erst gebaut ist, war die erste Straße, waren alles Leute, die hatten nicht viel Geld und haben ihre Häuser selber gebaut teilweise. Und deswegen war das halt Straße kleiner Anfang. War das eigentlich so, um die Leute zu motivieren? Das ist ein Anfang und dann baut er mehr auf? Ja, es ging ja dann auch weiter. Die nächste Straße heißt dann Zeher Wille. Das heißt, die Leute sind dabei geblieben. Ne? Und so haben sich die Straßen entwickeln. Große Ausdauer und guter Fortschritt und frohe Arbeit und so weiter. Alles Gute, gell? Starke Hoffnung auch, und zum Schluss noch ein neues Leben. Neues Leben. Neues Leben durch frohe Arbeit, die Hoffnung. Damals sollte damit wohl eine Aufbruchsstimmung erzeugt werden. Statt American Dream, der Waldhoftraum. Große Ausdauer. Verzeihung, kennen Sie sich aus? Sie sind vermutlich Elektriker, aber was hat es damit auf sich? Große Ausdauer, zäher Wille, kleiner Anfang. Ach, das sind eigentlich klassische Namen seit Beginn dieser Siedlung, der sogenannten Speckweg-Siedlung. Hier ist also die Speckweg-Siedlung. Speckweg, ja. Das ist nicht der Speckweg, sondern der Speckweg. Und der Weg ist eigentlich hier der Speckweg, ist kein Speck gewesen, sondern das war ein befestigter Übergang, weil hier ziemlich viel Morast und Sumpf war. Und entsprechend heißt der Weg Speckweg, aber hat nichts mit Speck zu tun. Wieso kennen Sie sich so gut aus? Ja, ich bin der Stadthistoriker von Mannheim. Das gibt's nicht. Und insofern... Leute, das war nicht ausgemacht. Müssen wir das können. Haben Sie ein bisschen Zeit? Aber gerne. Perfekt. Und diese Namen symbolisieren ja eigentlich... Das von den ganz schwierigen Anfängen es immer weiter ging, bis man endlich seine eigene Scholle oder sein eigenes Haus hatte. Und von daher haben die eine große Symbolik auch. Und von welcher Zeit reden wir, als wir das besiedelt wurde? Wir reden nicht von der, NS-Zeit, wie das oft verwechselt wird. Ja, klingt so ein bisschen danach. Eigentlich von der Weimarer Zeit, wo die Wohnungsnot sehr groß war.
Alle haben mitgeholfen, diese einzelnen Häuser zu bauen. Und es wurde dann gelost, wer welches Haus bekommt. Das hat dann dazu geführt, dass die alle einen gleichen Standard haben und keiner etwas besser gebaut hat als der andere. Deswegen wirken die eigentlich in der Ursprung wirken die absolut gleich. Also bevor wir hier weiterreden, wie heißen Sie eigentlich? Ja Ulrich Lies ist mein Name. Axel Gagstetter. Das ist super. Sind Sie Professor? Ja. Das habe ich befürchtet. Oh, es gibt so viel, wie der weiß, oder? Diese Siedlung ist wirklich schon etwas Einmaliges von Ihrem Namen her. Super. Sie auch. Danke. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Prima. Nicht weit weg, die eigene Scholle runter bis zur Straße. Frischen Mut, schon ist man da. Welcome to the Benz-Baracken. Hier wohnt, wer sich keine Sozialwohnung leisten kann, heißt es. Wer hier aufwächst, dem wird nichts geschenkt. Der muss kämpfen. So wie einst Charlie Graf. Ja, ich habe hier oben gewohnt. Hier. Erster Stock. Erster Stock. Ohne Wasser, ohne Toiletten mussten sich da, ein ganzes Stockwerk mussten sich eine Toilette teilen. Und gut, in meiner Kindheit ist mir das nicht so bewusst gewesen, aber das war schon sehr rustikal. Charlies Leben wie aus einem Roman. Mit 17 schon Boxprofi, Schwergewicht. Die Mama Deutsche, der Papa Afroamerikaner, GI aus den USA. Nigger schimpfen sie ihn. Das motiviert ihn, es allen zu zeigen. Der Muhammad Ali vom Waldhof jubeln die Fans. Experten überschlagen sich. Das größte Talent ist, was ich in den letzten 10 Jahren gleich im deutschen Boxring gesehen habe. Ich meine, von der Begabung her. Ja. Charlie siegt und siegt. Hochgejubelt. Anflüge von Größenwahn. Dann die Niederlage. Wie verlieren geht, hat mir niemand erklärt, sagt Charlie. Windige Boxpromoter lassen ihn fallen. Rotlicht, Gewalt, Knast. Die frühen Barackenjahre. 15 Monate nach Charlies Geburt wird der Vater in die USA zurückkommandiert. Charlie fehlt der Papa, der ihm Orientierung gibt. Er wird ihn niemals wiedersehen. Die Mutter schleppt sich alleine mit ihm durch. Sie ist überfordert. Alkohol, wechselnde Liebschaften. Eines Nachts, 6 Jahre war Charlie damals alt, steht sie betrunken mit einem Mann vor der Tür. Meine Mutter wollte rein, ich habe es nicht reingelassen. Und du sagst, wenn du den aufmachst, werde ich unter dem Zug. Und ist dann von den Baracken hierher gelaufen. Und es war ja alles umgebaut hier, das war ja so Niemandsland. Und dann bin ich halt hier die Gleise entlang gelaufen. Stundenlang und bin dann so gegen Morgen 5, 6 bin ich hier total deprimiert wieder zurückgelaufen. Hast du gedacht, deine Mama wäre tot? Ja, der von mir ausgegangen, ja. Und Gott sei Dank habe ich mich getäuscht. Ja, ich kam dann nach Hause und sie lag dann auf der Couch und hat geschnarcht. Und dieses Schnarchen, das war für mich wie eine Arie. Dieses Glücksgefühl. Ihr seid irgendwie beide Opfer gewesen. Auf jeden Fall. Also natürlich war mir das in meiner Kindheit nicht bewusst. Man verdrängt so Geschichten auch immer. Im Gefängnis damals bereitet sich Charlie auf sein Comeback vor. Er will es noch mal wissen. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden, gelaufen alleine im Gefängnishof. Es ist das erste Mal, dass ein Häftling offiziell um den deutschen Meistertitel kämpfen darf. Das Comeback wird ein Triumph. 1984 wird er in Stuttgart deutscher Meister im Schwergewicht. Tief gefallen, aufgestanden und sich rausgeboxt. Wie bei Rocky. Aber der Boxherrgott meint's nicht gut mit ihm. Ein halbes Jahr später verliert Charlie Graf unter dubiosen Umständen seinen Meistertitel. Das war's dann mit der Boxkarriere. Charlie hat unverdient verloren, sagt später sogar sein damaliger Gegner. Jetzt habe ich mir den Kampf nochmal angeguckt und muss sagen,
Charlie Graf, du bist deutscher Meister. Nach der Boxkarriere zieht er ins Allgäu. Nach 12 Jahren Rückkehr auf den Waldhof. Er wird Sozialarbeiter bei der Stadt. Jugendliche von Gewalt abhalten sein Anliegen. Ich habe jetzt keine Boxhandschuhe dabei, ist es schlimm? Also, die sind gut ausgestattet. Jetzt, mit 69, kümmert er sich ehrenamtlich einmal die Woche im St. Josefheim um Kinder, die es ähnlich schwer haben wie er damals. Samantha und Anthony. Und los geht's, hallo. Doc. Hau mal. Oh ja, doch. Schlagkräftig. Oh Gott, ich steige raus. 1, 2, 3. Und jetzt halt 1, 2, 3, 4. Okay? Auch komm. 1, 2, 3, 4. Ja, super. Bewegung, Bewegung. 2 plus 2. Super. Auf. Hauptstadt von Deutschland. Was? Hauptstadt von Deutschland. Du musst cool sein. 4 plus 6. Okay, das reicht. Ich bin konzentriert und kämpferisch, glücklich und erfolgreich. An nichts anderes denken. Ich bin konzentriert und kämpferisch. Klare Botschaften. Damals in den Benz-Baracken hätten sie sicher auch dem kleinen Charlie geholfen und für sein Leben gestärkt. Okay. Waldhof Lutzenberg, Altrhein. Der Ruderachter vom Verein Volkstümlicher Wassersport Mannheim. Ein besonderer Verein, der vor über 100 Jahren dafür kämpfte, den eher elitären Rudersport einer klassenlosen Gesellschaft zu ermöglichen. Für mich vielleicht die Chance, dass ich mitrudern darf. Also, sieht schon dynamisch aus, gell? Ich muss trainieren, das hat keinen Sinn. Aber dann packe ich das. Treff mit der Vorstandschaft. Ah, Christine, gell? Christine Bihal, wir haben telefoniert. Servus, Axel. Und das ist der? Patl-Peter. Der Volkstümliche Wassersportverein, 1912 mit dem Namen Vorwärts gegründet. Der erste Ruderverein in Mannheim, der aus Arbeitern und Handwerkern bestand. Volkstümlich halt. Später kommen die Schwimmer und die Paddler dazu. Oh Wahnsinn, 1915. In der Nazi-Zeit Enteignung des Arbeitersportvereins und Zerstörung des Vereinsheims. 1950 Wiederaufbau. Heute bietet der Verein gleich 6 Wassersportarten an, mit großen Erfolgen. WM-Titel, Goldmedaille. 1998, der Deutschlandachter mit Andreas Leib vom Verein Volkstümlicher Wassersport. Wow. Boah, was für ein Fuhrpark. Was kostet so ein Boot? 84.000. 84.000? Ja, und wie hoch ist euer Mitgliedsbeitrag? Der ist relativ günstig. Es finanziert sich hauptsächlich durch Spenden. Und die kriegt er regelmäßig? Ja. Sagenhaft. Also nicht von extern, sondern von den Mitgliedern. Ein Paddelboot dagegen fast ein Schnäppchen. Bei 1200 Euro bekommt man auch schon ein robustes Boot, wo man auch mal über Steine fahren kann, wenn das Wasser nicht so hoch ist. Und wie ist das Verhältnis zwischen Paddlern und Rudern? Gut, würde ich sagen. Also wir verstehen uns super. Ihr zwei? Ja, wenn Rudern einfach wäre, würde es Paddeln heißen. Und was sagt der Paddelpeter dazu? Ja, es gibt eine Sache mit Rückwärtspaddler. Und die sehen ja gar nicht, wo sie hinfahren. Okay, ich habe schon gemerkt, keinerlei Rivalität. Danke. Das ist Peter, Paddelpeter-Patent, oder? Genau, Cargomat sozusagen. Super, ich kann nur ein bisschen nachhelfen, ein bisschen schieben. Ja, ja, so alt bin ich jetzt auch wieder noch nicht. Wie alt sind Sie? 76. 76. Na, da kann ich du sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Axel. So. Und der Sportler sagt man immer du. Ja. Das ist weltweit dein Patent, oder?
leider kein Patent. Aber ich bin schon oft gefragt worden, los, ne? Jetzt schon. Super Idee. Und wenn jetzt das vorne ins Wasser kommt, dann dreht sich das ganz automatisch rum. Das war deine Idee, oder? Jawohl. Spitze. Jetzt liegt sie im Wasser. Klasse. Sagenhaft. Das macht immer noch total Spaß. Ich liebe es. Peter mit seinem Radantrieb. Da hat er natürlich einen Vorteil. Sonst würde er mich doch nicht abhängen. Mensch, ich komme ihm nicht hinterher. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich habe jetzt 3 Jahre Pause gemacht. So eine blöde Ausrede. Ich muss trainieren, das hat keinen Sinn. Das kann man hier im Verein bestens. Da riecht's schon nach Männerschweiß und Kinderschweiß. Der kommt wohl von der Schwimmabteilung, die gerade trainiert. Wie lang muss ich trainieren? Ein Leben. Ein Leben? Ja, aber ich lebe doch genauso lang wie du schon. Also mindestens. Dann muss man halt regelmäßig Sport machen. Ja. Wie oft trainiert ihr denn? Ich trainiere 6-mal in der Woche. 6-mal die Woche. Und was sind deine Träume, Ambitionen? Also ich möchte versuchen, auf die Deutschen zu kommen. Und dann auch weiterzumachen, halt versuchen, höchstmöglich halt zu kommen. Momentan unsere beste Schwimmerin, leistungsmäßig, in ihrem Jahrgang ist die Hanna Hake, im Jahrgang 2006 auf Platz 3 im Rückenlage. In Baden-Württemberg, oder? In ganz Deutschland. Ja, liegt es am Trainer? Irgendwie. Auch natürlich, ja, ein Stück weit auch am Trainer. Trainer Rainer hat bestimmt auch für mich ein paar Übungen parat. Für meine kommende schwere Aufgabe, Rudern im Achter. Rainer, darf ich mal? Ja! So. Oh, das kann das super, der Jonas, ja, ja. Jonas, stimmt es so? Oh. Sehen, weiter runterkommen. Oh, Bobo noch ein bisschen weiter. Oh. Und zurück, gut. Oh. Jonas, wie sieht's aus? Sag jetzt nichts Falsches. Jetzt war's gut, oder? Ja. Haben wir die Übung auch drauf, oder? 54, 319. Und jetzt noch Liegestützen dazu. Ja, genau. Synchronschwimmer. 617. Es reicht, oder? Jetzt komme ich nicht mal raus. Jonas, wie war ich? Gut. Danke. Das schneiden wir raus. So, großer Tag, ich bin topfit. Finger in die Tür gebracht oder vom Rudern? Nee, ist vom Rudern. Nicht zu glauben. Halt, du willst. Und Eva ist die einzige Sehende, oder? Ja, ja. Und es muss eine Frau sein, das ist ja klar, gell? Eva, unsere Steuerfrau. Jetzt einmal so. Mit Schwung, mit dem Bein hier unten durch in die Schuhe. Mit Schwung? Ah. So, vielen Dank, Eva. Seid ihr soweit? Ja. Ausleger frei, Boot legt ab! Ja. Und jetzt bleiben die Arme lang und die Beine gehen zurück. So. Bis zum Körper hin, genau. Und jetzt draufdrücken und abdrehen, genau. So. Und wieder vor zu mir, genau. Das ist der ganze Bewegungsablauf. Bitte nicht rumwackeln und nicht rumalbern, nur das Boot stellen. Alle zusammen die Blätter ins Wasser. Und zusammen los! Ich darf's nicht so weit runterdrücken. Oder halt! Jetzt habe ich zwar die Muskeln trainiert, dass sie kaum mehr unter den Anorak passen, aber Technik leider keine Ahnung. Du sollst nicht lachen, Eva. Aber das ist echt schwierig. Sehr komplexer Sport, Leute. Jetzt weiß ich, warum Rudern ein Akademikersport ist. Oh. Können wir mal Pause machen? Oh, wie schnell es geht, wenn ich nicht mitmache. Synchronität wie ein Uhrwerk, perfekt aufeinander abgestimmt, das Ganze auf Geschwindigkeit. Ich hab's gnadenlos unterschätzt. Meine Hochachtung, ihr Rudrer vom volkstümlichen Wassersportverein Mannheim. Oh, so, meine Damen und Herren, ich glaube, das war's. Grüße vom Altrhein. Ich habe hier eine neue Disziplin erfunden. Das ist der 7er statt dem 8er. Und ich bin so eine Art Bremser. Oh. Brutal anstrengend, aber ihr seid klasse. Danke an euch. Bitte. Oh. Eva, vielen ein Dank. Dreifach, tolles Hip-Hip. Hurra. Hip-Hip. Hurra. Hip-Hip. Hurra.
Das geht sau schwer. Heute bin ich mit einem ganz besonderen Menschen unterwegs. Die Grande Dame vom Waldhof. Kann man das sagen, Frau Spargerer, Carla Spargerer? Naja, also Grande Dame, das passt nicht zu mir. Was, wie kann ich Sie denn bezeichnen? Als Kämpferin für die Demokratie? Ja. Und gegen das Vergessen vor allen Dingen. Gegen das Vergessen. Jahrzehntelang spricht Carla Spargerer nicht über ihre Erlebnisse in der Nazizeit. Durch das Erstarken der Rechten in Deutschland fühlt sie sich nun aber verpflichtet, darüber aufzuklären. Heute im Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasium. Das Plakat erinnert sie an die sogenannte Reichskristallnacht 1938. Ihre Familie war befreundet mit zwei älteren Damen, Jüdinnen. Aus Erzählungen weiß ich, dass mein Vater beide Schwestern frühzeitig geraten hat, gehen sie weg aus Deutschland. Und die haben beide zu meinem Mann, Walter, meinem Vater gesagt, Ludwig, wir müssen nicht weg. Wir sind Mannheimer Bürgerinnen, uns passiert nichts. Und da, hallo, Kinder, hallo. Hallo, der Begleitschutz. Stefan Fuhlsblei, SPD-Landtagsabgeordneter und ihr Enkel Tim begleiten sie heute. Carla, geboren 1929, auf dem Waldhof. Ihre Familie Nazi-Gegner. Ihr Alltag, Hausdurchsuchungen, die Oma im Zuchthaus, immer Angst vor der Gestapo und ums Leben ihres Vaters an der Front. Hinrichtungen von Freunden der Familie. Das hat das Leben der Sozialdemokratin geprägt. Die Pogromnacht lässt sie nicht los. Die Verwüstung von jüdischen Häusern und Synagogen der jüdischen Bürger. Aber man sah auch, wie verzweifelt diese Menschen waren. Gegenüber stand die Synagoge. Und ich hörte, wie mein Vater sagte, die haben drinnen gesprengt. Und vor der Tür standen es Amann. Der hatte neben sich ein kleines Schild und da stand in Siderlin-Schrift, wir haben damals noch Siderlin geschrieben, Besichtigung 10 Pfennig. Und dann habe ich scheinbar sehr laut gerufen, erst machen die alles kaputt und dann verlangen sie noch Geld dafür. Ich weiß nur noch, dass mir meine Mutter ganz fest den Mund zugehalten hat, wir sind nach Hause. Aber ich sage euch was, die niedrigsten Instinkte kommen bei Menschen hervor, im Krieg und in einer Diktatur. Ich bin überzeugt, viele haben sich später geschämt für das, was sie gemacht haben. Aber dann war es halt zu spät. Dann erzählt sie vom Schicksal der beiden Mannheimer Jüdinnen, denen ihr Vater damals geraten hat, Deutschland zu verlassen. Sie wurden, wie viele andere Juden in Theresienstadt, umgebracht, vergast. Aber solange ich lebe, werde ich jedem Menschen sagen, und wer hat das Recht, Menschen zu ermorden wegen ihrer Religion, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer sexuellen Neigungen? Kein Mensch. Und wenn ich erlebe, jetzt an meinem Lebensabend, dass wir wieder einen Antisemitismusbeauftragten brauchen oder dass ein Politiker, Walter Lübcke, vor seinem Haus erschossen wird. Oder ich denke an Halle und an Hanau und dann spüre ich wieder was. Aber ich habe mir vorgenommen, ich habe keine Angst mehr. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und deshalb sage ich euch, hauptsächlich euch, ihr seid unsere Zukunft. Ich habe mein Leben hinter mir, aber ihr seid eure Zukunft. Passt genau auf, was die sagen. Hört genau hin. Und wenn es sein muss, dann stehen wir gemeinsam auf und kämpfen um unsere Demokratie. Es lohnt sich. Was für eine beeindruckende Frau. Ich freue mich wirklich. Es war ein sehr schöner Vormittag. Und ihr habt keine Schule gehabt. War es für euch auch gut. Ganz herzlichen Dank. Ja. Ihr Child dürfen Sie nicht vergessen. Nein, vielen Dank. Alles Gute für Sie. Am nächsten Spiel. Sind Sie wieder dabei. Danke, Carla. Danke, Waldhof. Aber was habe ich hier innerhalb kürzester Zeit für interessante Menschen kennengelernt? Fußballer, Boxer, Macher und eine total interessante Zeitzeugin. Ich werde immer wieder gerne auf den Waldhof zurückkommen, nach Mannheim.